Jetzt wird noch mit der Fahrradklingel geläutet und bald werden wir dem Ober zurufen, zahlen bitte. Jetzt habe ich mich da verhängt, aber jetzt bin ich wieder frei. Frei für euch. Hallo, Mahlzeit, grüß euch. Wo die Kollegen jetzt noch rauskommen, beschreiten wir schon eine Zone. Und nochmal zur Erinnerung, auf dieser Seite wird diese Bar sein. So, hier ist praktisch genau jetzt diese Bar. Die Wand ist dann weg und dann nach dieser Bar beginnen Shops. Da sieht man schon die Infrastruktur für die Gastro, die man braucht, von Lüftungen und so weiter. Auf der rechten Seite, hier von euch links gesehen, werden Sitzmöglichkeiten sein und man kommt dann runter Richtung Lösehalle, Richtung Veranstaltungsbereich und man geht runter, kommt dann bei der Gastro vorbei, kommt dann bei den Shops vorbei. Hallo Herr Pichler, das ist der Pichler da hinten. Grüße. Wir sind im Plan. Momentan im Plan, gut. So, da werden wir also später runtergehen mit seiner Allerliebsten oder mit dem Allerliebsten oder mit den Kindern oder mit wem auch immer. Geht da runter, sieht dann ein paar Shops, unter anderem den B7 und kommt dann hier raus. Kommt dann hier vorbei und befindet sich genau an dieser Stelle. Also dort beginnen die Shops und dann kommt da die dienende Zone, wie wir sie nennen. Jetzt muss ich mich orientieren. So. Und an dieser Stelle kommt eine großzügige Toilettenanlage in einer wirklich fantastischen Form rein. Da werden 700 Menschen dann beim Essen ordentlich, barrierefrei, sauber und schnell zugänglich auf die Toilette gehen. Was passiert ist, und da sieht man, wie das dann ausschauen wird, also der Gang hier runter auf dieser Seite, da gibt es Shops mit Drehtüren, da sieht man einmal das Falkschild von der Gastro. Diese Drehtüren haben wir von den Dreh- und Kippfenstern aufgenommen, die im Fenster sind, vom Behrensband, von der Behrensarchitektur. Und dann geht man da weiter und man sieht schon unten dieses Draht, also dieses Gestell von dem Ticketcenter. Das heißt, man geht da runter, Haupteingang, geht vor, fährt entweder hoch in die Strada del Startup oder zu seinem Arbeitsbereich, könnte dann links reingehen, weil das wären die neuen Eingänge, und steht dann da beim Ticket. Bei der Ticketbox an und man sieht die da. Links die zwei Eingänge, da die Ticketbox und da werde ich Sie fragen oder begrüßen und sagen, was können wir für Sie tun. Auf dem linken Bereich wird dann die Pop-Up-Mall sein und in dem Bereich, und da bitte reinkommen, gehen wir jetzt in die Lösehalle.